Drehrichtung ändern. Hallo, ich bin der Matze von Jalousie Scout. Heute zeige ich Ihnen, wie man bei unserem Yarolift Funkmotor, der hinter uns eingebaut ist, mit der Fernbedienung die Drehrichtung ändert. Es kommt oft vor, direkt nach dem Verbinden der Fernbedienung an dem Motor, dass die Drehrichtung unterschiedlich ist. Zum Beispiel, wenn wir hier die Hochtaste drücken, dass wir merken, der Rollladen fährt auf einmal runter. Um diese Drehrichtung zu ändern, gibt es zwei Möglichkeiten, um die Änderung vorzunehmen. Das eine ist mit der Fernbedienung. Dafür haben wir extra in der Anleitung drinnen stehen, dass man eine Tastenkombination macht. Und das ist die Tastenkombination zum Löschen der Fernbedienung. Das bedeutet, man müsste jetzt die Fernbedienung löschen. Wir machen das jetzt auch gleich einmal vor. Und dann muss man die Fernbedienung neu anlernen. Damit ist automatisch die Drehrichtung geändert. Zum Löschen dieser Fernbedienung an dem Motor muss die Hoch- und Runter-Taste gleichzeitig gedrückt werden. Anschließend 6-mal die Stopptaste und einmal die Hochfahren-Taste. Der Motor bestätigt mir das einmal und danach kann ich mit der Fernbedienung diesen Motor nicht mehr steuern. Ich mache das einmal vor. Die Hoch- und Runter-Taste, 6-mal die Stopptaste und einmal die Hochtaste. Der Motor hat durch kurzes Hoch- und Runterfahren bestätigt, dass er diesen Befehl erkannt hat. Wenn ich jetzt hier drücke, merken wir, der Motor reagiert nicht mehr. Wenn ich den Motor jetzt neu anlerne, also wieder an der roten Taste ganz kurz den Knopf am Motor drücke und hier hoch und runter gleichzeitig und einmal Stopp, also die Fernbedienung erneut anlerne, dann werden wir merken, die Drehrichtung ist unterschiedlich. Ich mache das einmal vor. Wenn ich jetzt die Hochtaste drücke, fährt der Rollladen auch nach oben, wie wir hier sehen können. Es gibt auch eine zweite Möglichkeit, die Drehrichtung zu ändern. Die ist vor allem in der Inbetriebnahme etwas einfacher. Indem man den roten Knopf vom Motor 3 Sekunden gedrückt hält, wird der Motor danach auch wieder bestätigen, dass er, mit dem er kurz hoch und runter fährt, dass er die Drehrichtung geändert hat. Ich mache das einmal kurz vor. Ich drücke jetzt hier länger drauf. Moment. Ab jetzt. Wie wir jetzt gesehen haben, hat der Motor nochmal bestätigt, dass er diesen Befehl erkannt hat. Vorhin ist der Motor beim nach oben drücken auch nach oben gefahren. Wenn wir jetzt nach oben drücken, merken wir, dass der Rollladen runterfährt, wie wir es hier sehen können. Jalousiescout.de, Ihr Sonnen- und Sichtschutzexperte im Internet.